Mein Name ist Christoph Schmidt. Ich war Verleger von unzähligen heimatgeschichtlichen oder kunstgeschichtlichen genealogischen Werken. Und das sagt schon, dass das also mein berufliches auch ins Private übergegriffen hat. Zudem habe ich in meiner Familie immer wieder alle 50 Jahre einen Historiker. Und das hat sich so innerhalb der Familie weitergehalten. Momentan bin ich derjenige, der dieses geschichtliche Interesse hat. Da habe ich gelesen, dass in Warschau eine jüdische Zeitung erscheint, die zum Teil in Jiddisch geschrieben ist. Ne? Und das wollte ich einen Eindruck kriegen von der jüdischen Sprache. Ich habe aber nicht gewusst, dass die jüdische Sprache niemals in lateinische Buchstaben, sondern immer in hebräische Buchstaben geschrieben ist. Dann habe ich natürlich notgedrungen das Hebräische lernen müssen und kann inzwischen wunderbar das Jiddische lesen, das Hebräische natürlich nicht. Warum ich da auf die Juden zu sprechen komme, ist, dass ich habe mich prinzipiell schon immer für alles, was im Landkreis passiert, interessiert und die Juden gehören halt bei uns dazu. Für mich persönlich ist es wichtig, dass die Erinnerung an die guten Seiten der Juden bei uns wachgehalten werden.